Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier im Arsch. Ich werde jetzt mal die Fahrzeuge wegfahren und gleich mal ja, waschen und reparieren. Und mal tanken wir auch nie, aber man kann es ja tun, ne? Da ist ganz kurz mal hinfahren. Reparieren. Und gleich Platz schaffen, dass der andere wieder fahren kann, ne? So, das kann ich ja tanken nebenbei. Klickt ja so ein Durchschluss eh und fahr sie aus. Dann kann der andere ihre seine Tour weiterfahren mit Zucker rüben. Warum das nicht klappt, also mit dem Weiterfahren verrückt, das weiß ich nicht. Aber da muss ich mir das einfacher viele Ursachen finden. Neue Version aufladen. Wenn es eine gibt, also Versionsnummer. Ansonsten wäre die Option, dass man sich die alte löscht und eine neue runterladen nicht, aber runterladen schon von der Homepage, ne? Von der Seite halt, wo es angeboten wird. Dass im Prinzip da was Neues oder was Fehlerfreies ist, ne, halt, ne? Auf jeden Fall, dass es daran liegt. Das ist ein Stromkasten. Ja, das hier Mähbalken, ne? Dreck oder Rost? Nase juckt. Ja, hier ist eine volle Quarantäne hier, kann man sagen, ne? Darf noch zur Arbeit fahren und darf noch einkaufen fahren. Ich glaube, wenn ich jetzt mal rausgehen würde, die Drohne fliegen lassen würde alleine, was ich ja eh nicht vorhabe, aber theoretisch das machen würde, wenn die Polizei das sehen würde, dann müsste ich hier nach Hause gehen, ne? Das ist Quatsch, ne? Wenn du alleine bist, das ist ein totaler Stoß. Naja, ich habe nur gehört, dass in Portugal ein Gericht entschieden hat, ein Richter, also Schluss, dass die ganzen Maßnahmen rechtswidrig sind. Dass nur ein Arzt entscheiden kann, ob da jemand krank ist oder nicht. Fahren wir erstmal rein, mal sehen, ob wir das mal mitnehmen oder wollen. Oder ob dann später da so ein Schatten brauche ich einen Traktor, ne? Ja, dann muss ich wahrscheinlich dann doch noch die Mähbalken. Ja. Aber ich könnte ja auch die Traktoren nehmen von Ballen pressen, ne? So, kurz hier volltacken. Reparatur ist nicht ganz so dramatisch. Habe ich vorne getan, ne? Ah, ja. Aber waschen wir auf jeden Fall. Das habe ich vergessen zu reparieren. So. Na. Man steht mal davor, was davor zu machen. Naja, gut. Reicht für die Rente. Aber ich will noch keiner zahlen, ne? So. Ah, ein bisschen waschen kann ich fahren, ne? Das kann wohl ganz direkt herkommen. Oh, der Lack geht ab hier. Oh, der Lack geht ab. Ja, ein paar Jahre gespielt, ne? Aber die Felgen, die sind noch recht lackfrei, also das geht noch. Wenn ich den Winterreifen angucke, die Fahrzeuge sind auch stark verrostet. Also. So, nächstes Jahr. Das neue Auto, wenn es mal so weit ist. In 3-4 Jahren vielleicht. Dass ich da den Stahlfelgen, keine Stahlfelgen, sondern Alufelgen nehme. Karo einfach.
Am liebsten wäre ich ja im Prinzip, wenn ich die Felgen jetzt im Auto nehmen könnte für das nächste Auto. Aber das klappt meist nicht. Aber die werden wir reparieren. So. Da werden wir den Auto reparieren. Dann fahren wir den mal. Ja, eigentlich müsste ich hier Dinge abbauen. Krähe, was soll das denn viel? Nur ein Schwader. Dann reicht ja auch. Ne? Ups. Dann mögen die Geräte mal irgendwie nicht. Zuckerrüben. Ist der leer? Muss ich was zukaufen? Ne, da ist nichts. Wasser? Blocking. Oder war der andere mit Schurim voll? Schurim kommt gerade. An Blocking. Hier so ein Ding, ne? Jetzt verstehe ich es nicht. Welchen Kurs wollte er jetzt nehmen? Gefahren. Das hier ist jetzt ganz komisch. Das ist mir jetzt schleierhaft. Doch niemanden hier irgendwie was machen lassen. Wieso ist da jetzt so ein Kurs drin? Feld. Ach, das ist von Holger. Hier war mal ein Feld. Das ist klar. Deswegen will er hier lang fahren. Hopp, einmal zurück. Muss ich aufpassen, dass ich nicht, viel löschen, ne? Meistens gefährlich. Blaulicht, die könnte ich eigentlich auch löschen, aber wie wird das im Kurs gefahren? War ich das gewesen? Ich schließe es mal nicht aus, ne? Also, also Papier habe ich gefahren, das weiß ich genau. Auch die anderen Kurse da oben. Aber das ist ja ohne Belastung normalerweise. Man muss ja ohne rechnen. Löschen. Jo, das ist auch so eine Sache, ne? Gucken. Das ist der eine Kurs hier nicht, aber der andere hier, der linke, in der Halle. Das kann ich ja auch nicht so einfach so. Doch, kann man schon, aber. Geht das schon. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass nicht so viel Leute.
Na gut, ein Punkt gelöscht, dann kann man verbinden. Das Verbinden geht ja einfacher als, Löschen hier. Für mich jedenfalls. Und den will ich nicht löschen. Da soll er Stroh anliefern, ne? Zack. Deswegen wollte er auch unbedingt da langfahren, also das war mir richtig spanisch. Ja, das kann Brian. Ich bin jetzt auch nicht ganz durch, aber. Runde kann ich ihn gleich auf Spur schicken, und zwar rechts. Er muss so die Richtung fahren. So. Ich dachte schon, Wasser wäre voll. Da bin ich richtig erstaunt gewesen. Das andere wir vergessen. Ich glaube, die beiden Fahrzeuge fertig. Ne? Ja. Die habe ich fertig. Das kann ich wieder deaktivieren. Also. Ganze rote Strich machen ein bisschen. Ne, ein bisschen. Stört zwar nicht, aber. Aber ich sehe nicht so gerne, wenn man nicht braucht. Ne? Leistung wie aktuell. Ah, gute 50 FPS. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ich dachte, jetzt habe ich eine neue Grafikkarte. Im Grunde im ganzen System. Und dann ist die FPS-Zahl bei 50. Also, naja, ich sag mal so, besser geht's aktuell nicht, ne? Ich mein gut, für flüssig spielen, da reichen 30 aus, ne? Aber, das Auge sieht das sowieso nicht so richtig, aber ich sag, ich mein gut, das ist 4K, ne? Obwohl ja die Grafikkarte ja verspricht, volle Prozente zu bringen, ne? Also 4K mäßig. Gut, 43 Zoll, das ist auch ein bisschen anders wie 28 oder so. Na, gut. Aber das sollte eigentlich ein Rechner können, ne? Müsste ich mal den zweiten Monitor laufen lassen. Und ja, schön gesagt. Dann mal anschauen, wie die Leistung und so ist, ne? Prozentual, weil die Grafikkarte wird ja eigentlich nicht ausgelastet. Also daran kann es eigentlich nicht liegen, ne? Ich vermute mal ganz stark, dass es im Spiel das irgendwie nicht vorgesehen oder die Ressourcen nicht nutzen kann, ne? So mal so ausgesprochen, ne? Wir haben ein altes System auch noch nicht gemacht, also da war ja auch keine Vorleistung. Ich sag, wenn Leistung bei 100% ist und es kommt nicht mehr, dann kann ich es verstehen. Aber wenn die Leistung bei 50% ist und das ist ja, weit drunter als es möglich wäre, dann ist es ein bisschen enttäuschend. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Spiel, dass die Energy das nicht mitmacht. Ne? Der Ball ist jetzt schlecht wieder, ne? Wieder ungünstige Stelle. Ne? Das sind aber wieder zwei, aber das regnet. So. Und die oben, das passt. Das ist vielleicht ein bisschen besser. So. U haben wir wieder. BB und Z. Oh, und nächstes Mal. Den blöden Heuballen. Regen kommt in 2 Tagen erst. Dann wieder 2 Tage Regen. Muss ich aber sichern, also Heuballen, na gut, nein.
Dann brauchen wir was, ne? Für die Kühe. Wo ist denn der andere Ball denn? Ach da. Ich wollte gerade sagen, eigentlich mehr geworfen gehabt. Wo ist denn der? Also normalerweise hebt keiner den Ball so hoch, ne? Also das ist nicht möglich. Es gibt schon Schwierigkeiten, den Tee zu rollen. Das ist, das wird auch schon schwierig. Also ich sag mal von vorne, das ist eigentlich unmöglich. Die Dinger sind sau schwer und ja, blöd. Nicht gerade immer rund, ne? Muss man dazu sagen, ne? So, den nächsten Ball. Bart juckt. Das ist bald wieder einer fertig, ne? Kann gleich auf 23 schicken. Aber ist bei Grasaktion ist halt so, ne? Mal sehen, nächstes Jahr werde ich Mais machen, dann ein bisschen Silo voll machen. Es gibt ja für Mais auch die Möglichkeit. Also die Geräte gibt es, die man im Prinzip beim Häcksler hat entsprechend in eine Ballenpresse rein, ja, befördert und dann dort von Ballen gepresst werden mit Mais. Ne? Ist aber eine Spezialpresse. Ich sag mal ganz vorsichtig, die wird schon was kosten. Das ist aber ein kleines Vermögen. Keine Ahnung, was das kostet. Also. Ob es davon überhaupt viele gibt, ne, reduziert. Ich sag mal, das ist auch eine Frage der Kosten mit Folie und so. Weiß ich, was sie kostet, aber Stretchfolie. Ich meine, wenn du nicht viel hast an Futter, ist sicherlich ein Grasballen oder Silageballen mit Mais. Preiswert, also wenn du ein großes Silo hast, ne? Denn normalerweise kann das nicht eine BGA rein. Nur als Tierfutter. Da muss ich mir morgen, ja, also spätestens morgen muss ich mich kümmern, dass ich da die Tiere versorgt kriege wieder. Das ist ja wieder völlig, ne? Wasser und Futter. Ich wollte eigentlich mal Heu mit reinzufügen, dass wir das Reserve haben. Also sobald ich mit Gras fertig bin, die arbeiten und dann bevor ich schlafen gehe nochmal Tiere versorgen. So, Zuschauer, das soll es auch schon ordentlich gewesen sein. Mal schön und total. Ja, morgen geht es hier weiter. Hoffentlich bald Gras fertig. Den ersten gleich mal auf die Spur schicken. Dann mal tschüss, wegen Winkel. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen und für einen Like oder andere Kommentar, falls noch kommt. Machen wir es ja mal, ne? Auch ein dickes Dankeschön dafür. Ja, tschüss. Bis dann und ciao. Tschüss.